Oh, jetzt bin ich unscharf. Kamera. Focus. Meep. Kamera. Ah. Hast du mich jetzt im Fokus? Sie hat mich im Fokus. Okay. Hallo ihr Lieben. Heute soll es noch um die Neuzugänge vom November gehen. Und ja, es ist ein bisschen was bei mir eingezogen. Die meisten Bücher kennt ihr auch schon. Aber egal, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer fangen wir mit den richtigen Büchern an und dann nehme ich noch die E-Books mit dazu. Und wie gesagt, die meisten Bücher, die bei mir eingezogen sind, kennt ihr schon, weil ich sie auch gleich im November gelesen habe, weil es Rezensionsexemplare sind. Ihr wisst ja, Rezensionsexemplare lese ich bevorzugt, einfach, dass ich sie gleich wieder weg habe, weil ich ja der Meinung bin, wenn der Verlag mir schon ein Rezi-Exemplar zur Verfügung stellt, sollte ich es auch gleich lesen. Deswegen ist das meiste Rezensionsexemplar und ihr kennt es schon. Aber ich schwafel schon wieder, fangen wir einfach an. Das erste Buch ist Die Spiegelstadt von Justin Cronin. Ich habe dazu ja auch schon eine Reihenvorstellung hochgeladen und ja, dieses Buch ist einfach wahnsinnig dick, wahnsinnig schwer. Und ich habe beim Lesen dann zum Ende hin immer gemerkt, wenn ich das so auf hatte, wie mir das Buch immer so gekippt ist beim Lesen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr dickes Buch, aber es ist eine unheimlich gute Geschichte. Ich finde die Story immer noch mega, mega, mega Wahnsinn und die Charaktere sind der Hammer, die Hintergründe von den Charakteren sind wahnsinnig gut und ja, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, eine wahnsinnig tolle Reihe und wer mal was ganz, ganz anderes lesen möchte und etwas Außergewöhnliches lesen möchte, sollte sich die Passage-Trilogie von Justin Cronin auf jeden Fall mit angucken. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Dare to Love Sex von Carly Phillips, Im Zweifel für die Liebe. Das war doch mit Abstand mein liebster Teil der Reihe bisher für mich. Es geht hier um Maggie und Scott und Maggie und Scott sind einfach ein so tolles, süßes Paar und Scott, der ist, oh mein Gott, er ist so ein toller Mann. Er ist wieder so ein kleines Alpha-Tier und so, oh. Ach, ich mag sowas, ja. Ja, ich kann das nicht beschreiben. Er ist einfach ein Mann, der weiß, was er will. Ein Mann, der gerne mal die Zügel in die Hand nimmt. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Und es ist Erotik mit in den Büchern. Und ich finde diese Reihe immer noch wahnsinnig gut. Und I like it, I love it. Und ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Das nächste Buch ist dieses hier, Das Frostmädchen von Stephanie Lasthaus. Dieses Buch habe ich auch jetzt vor kurzem erst gelesen und habe auch meine Rezi dazu online gestellt. Ich kann euch ja alles unten in der Infobox und hier oben in der Infokarte mal verlinken. Dieses Buch hat mir leider nicht so gefallen. Ich fand die Idee und alles wirklich sehr, sehr gut, aber die Umsetzung hat für mich leider nicht so ganz funktioniert. Der Schreibstil war auch nicht hundertprozentig, meins, es war mir zu ruhig. In diesem Buch geht es ja um Neve und Neve rennt eines Nachts raus in den Wald, raus in den Schnee und hat nichts weiter an als ihre Jogginghose und ein T-Shirt und bricht dann im Schnee zusammen und wird dann von Laurie gefunden und Laurie ist ein ganz, ganz liebenswerter Mensch. Er ist Künstler und er nimmt sie dann mit zu sich und kümmert sich um sie und pflegt sie gesund und dann entsteht zwischen den beiden eine zarte Liebe und dann taucht dann noch so ein Fantasy-Element auf, was das Ganze wieder etwas verkompliziert und ja, die Liebe halt verhindert quasi und ja, also wie gesagt, die Idee war wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr gut, aber die Umsetzung hat für mich ja einfach nicht funktioniert. Diese Liebesgeschichte war süß, aber worauf das Ganze dann am Ende hinauslief, also ganz ehrlich, nee, also es war nicht mein Fall. Ich kann euch leider nicht explizit sagen, was mich gestört hat, weil dann würde ich euch komplett das Ende spoilern und das möchte ich nicht. Ja, also das Frostmädchen, das Cover ist wunderschön, aber leider hat mir persönlich der Rest nicht so gut gefallen. Dann habe ich noch zwei Bücher bekommen vom HarperCollins Verlag und zwar waren es diese beiden hier, Alice im Zombieland und Die Rückkehr ins Zombieland. Huch, auch diese beiden Bücher habe ich gleich gelesen und sie waren sehr, sehr gut. Die Handlung ist wahnsinnig toll, die Charaktere sind lustig, die Story ist gut. Also, und dieser Ansatz mit den Zombies hat mir auch richtig gut gefallen, denn Zombies sind hier keine schlürfenden Monster, wie wir es jetzt vielleicht alle kennen, sondern sie sind mehr so Geisterwesen und der Zombie-Kampf findet auch mehr so auf einer geistigen Ebene statt und ich finde, Sheena Showalter hat das hier wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und hat sich da wirklich was ganz, ganz Tolles einfallen lassen und ja, also ich mochte die beiden Bücher total gern. Ich habe auch den Verlag gefragt, wegen dem dritten und dem vierten Teil in der Taschenbuchausgabe. Sie konnten mir leider noch keine Info geben, wann die Bücher, also Band 3 und 4, in der neuen Auflage erscheinen und ob sie überhaupt in der neuen Auflage erscheinen. Ich vermute mal, die werden jetzt erstmal gucken, wie die sich hier verkaufen und danach entscheiden,
wie es mit dem dritten und vierten Teil weitergeht. Notfalls muss ich mir dann halt die Hardcover zulegen, dann ist das halt so. Dann habe ich halt Band 1 und 2 als Taschenbuch und 3 und 4 als Hardcover. Aber ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das ausgeht. Aber ich warte jetzt erstmal noch so ein paar Monate. Vielleicht entscheidet sich der Verlag ja doch noch, hier die Taschenbücher rauszubringen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, mochte ich sehr, sehr gern. Und ich möchte jetzt über die Bücher eigentlich auch gar nicht so viel sagen, weil ihr kriegt es ja dann eh nochmal alle in dem Lesemonat. Weil, wie gesagt, alles, was bei mir eingezogen ist, habe ich ja quasi auch schon gelesen. Das ist irgendwie diesen Monat ein bisschen... Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar dieses hier, Was auch immer geschieht, von Bianca Iosivoni. Auf dieses Buch habe ich ja sehr, sehr lange gewartet. Das ist ja im Juli schon als Taschenbuch erschienen und ich wollte es aber unbedingt als richtiges Buch haben. Und ich habe gewartet und gewartet, dann habe ich es mir bei Amazon vorbestellt, dann bin ich in die Buchhandlung und dann, ja, dann lag es schon in der Buchhandlung. Und dann habe ich es bei Amazon wieder storniert und habe es dann da gleich mitgenommen und... Es interessiert euch wahrscheinlich auch gar nicht, wie ich dieses Buch erstanden habe. Auf jeden Fall habe ich es gekauft und habe ich es gelesen und oh, es war so schön. Also ich mag ja im Generellen den Schreibstil von Bianca Iosivoni sehr, sehr gern. Und auch diese Stories ist eine New Adult Geschichte, hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting, typisch amerikanische Kleinstadt und ja, I like it. Und ich bin auch mit dem Ende sehr, sehr zufrieden. Nur ich finde, wie immer... Die Protagonisten hier vorne auf dem Cover passen so gar nicht zu denen in der Beschreibung. Aber so what, so ist das nun mal öfters bei Buchcovern. Jetzt habe ich noch ein Buch, was bei mir eingezogen ist, was ich noch nicht gelesen habe. Ja, eins habe ich noch nicht gelesen, und zwar dieses hier. Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund. Das Buch habe ich von der lieben Niki geschenkt bekommen zum ersten Advent. Die verrückte Maus hat mir quasi Weihnachtsbücher geschenkt, und zwar zum ersten, zweiten, dritten und vierten Advent. Hat sie mir immer ein Buch geschickt. Ich sage ja, sie ist verrückt. Und das war im ersten Advent drin. Was im zweiten, dritten und vierten ist, kommt dann natürlich in den Dezember mit rein, weil das ja dann im Dezember ist. Und auf jeden Fall habe ich mich sehr über dieses Buch gefreut. Ich wollte dieses Buch schon so, so lange haben und so lange schon lesen. Und ja, habe mich da sehr, sehr gefreut, dass die Niki mir dieses Buch geschenkt hat. Niki, ich danke dir immer noch wie verrückt. Du bist echt... Du bist crazy. Und ja, ich will das auf jeden Fall ganz, ganz bald jetzt mitlesen und bin schon sehr, sehr gespannt. Und es ist ja auch mal ein Einzelband, also muss ich da jetzt nicht auf eine Fortsetzung warten, was ja auch ganz gut ist. Und ja, freue mich da schon riesig drauf und habe mich sehr, sehr drüber gefreut und freue mich immer noch. Danke, liebe Niki, danke. Das waren alle richtigen Bücher, die bei mir eingezogen sind. Jetzt habe ich noch zwei E-Books, und zwar ist das einmal Der Nachtfalter von Everly Sheehan. Auch dieses Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Ich habe dieses Buch auch zwischenzeitlich jetzt schon gelesen. Und ich muss sagen, dass dieses Buch eine sehr, sehr coole Jugendbuchgeschichte ist. Es geht hier um das Schicksal der Liebe. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich meine Rezi dazu noch nicht online gestellt habe. Es geht hier auf jeden Fall um Liebe, um Schicksal, um Verbundenheit und eine Dreiecksgeschichte, wie ich sie so noch nicht gelesen habe, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich den ersten Teil wirklich sehr, sehr gut fand von der Story her. Er hatte hier und da ein paar kleine Schwächen, aber... Ich muss sagen, ansonsten hat mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte auf jeden Fall auch den zweiten Teil lesen. Es ist eine Dilogie und ja, freue mich dann schon, wenn im Januar, glaube ich, wenn alles klappt, der zweite Teil dann auch erscheint. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie diese Dreiecksgeschichte dann hier ausgeht. Dieses Buch macht auf jeden Fall Geschmack auf mehr und ich, wie gesagt, möchte auf jeden Fall wissen, wie das Ganze weitergeht. Und ja, in meiner Rezi, wenn die dann online ist, erzähle ich euch auf jeden Fall mehr dazu. Das letzte Buch, was bei mir eingezogen ist, ist dieses hier, Das Model und der Wahlflüsterer von Ava Lennart. Hier bin ich mal wieder so ein Facebook-Werbeding zum Opfer gefallen. Das wurde mir überall angezeigt und dann hat die Autorin halt gepostet, dass es das jetzt gerade für 99 Cent gibt. Und ich habe mir das dann durchgelesen und habe gedacht, ja, könnte was für mich sein, und habe es mir deswegen mal mit gekauft. In diesem Buch geht es, wie der Titel halt schon sagt, um ein Model und einen Seemann. In diesem Buch geht es um das ehemalige Model L, die den hinterwäldlerischen Wahlforscher, jetzt muss ich nochmal gucken, wie er heißt, Alexander kennenlernt. Und ja, sie kommen am Anfang wohl nicht so miteinander aus, aber das ändert sich dann wohl im Laufe der Geschichte und wie das halt immer so ist. Also ich denke, es ist eine schöne romantische Liebesgeschichte und bin da auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Und wie gesagt, für 99 Cent kann man da ja auch echt nichts falsch machen. Und ja, wie gesagt, bin da mal wieder der Facebook-Werbung zum Opfer gefallen und habe mir dieses Buch halt noch gekauft. Und ja, mal schauen, wie es ist. Ich werde auf jeden Fall berichten. Das waren meine Neuzugänge vom November. Es ist ein bisschen was eingezogen, aber ich habe ja, wie gesagt, bis auf zwei Bücher, die eingezogen sind, alles auch schon wieder weggelesen. Muss mich mal selber loben. Ich habe wirklich echt akkurat im November nur die Rezi-Exemplare gelesen, dass ich die gleich weg habe. Ich habe dann noch ein Buch am 30. November angefangen. Da lese ich jetzt aber noch dran und es ist so ultra gut.
dieses Buch. Und ich werde euch jetzt aber nicht verraten, was das für ein Buch ist. Da müsst ihr dann einfach mal in meine nächsten, die letzten drei reingucken. Und da erfahrt ihr dann mehr. Aber es ist so ein ultra gutes Buch. Es ist ein New Adult Roman. Und ja, ich mag ihn unheimlich gern. Ich bin da noch voll so in der Geschichte gerade drin. Und es ist so toll. Und ja, ihr erfahrt dann auf jeden Fall mehr, wenn ich wieder die letzten drei hochlade. Und ja, bevor ich jetzt hier wieder ins Schwafeln verfalle, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.